Die 15. Staffel von Let's Dance endete für Mike Singer mit einem Schock. Während er zusammen mit seiner Freundin Sophie im Mai das Finale der Tanzshow in Köln mitverfolgte, raubten Einbrecher sein Haus in Baden-Baden aus. Dabei erbeuteten sie zahlreiche Gegenstände wie Schmuck, Uhren, Designerware und Bargeld. Auch eine Rolex soll gestohlen worden sein. Der Wert der Diebesbeute soll sich auf rund 100.000 Euro belaufen. Von dem Einbruch erfuhr der 22-Jährige auf einer privaten Feier im Anschluss an das Let's Dance-Finale. Für Mike war das ein Schock. Mike und Sophie geht es gerade wirklich schlecht, teilte sein Management mit. 2 Monate nach dem Vorfall befinden sich die Einbrecher immer noch auf freiem Fuß, doch Mike will die Hoffnung nicht aufgeben, dass die Täter doch noch ihre gerechte Strafe erhalten. Gibt es eine Spur zu den Tätern? Bild liegen mittlerweile Aufnahmen der Überwachungskamera vor, auf denen die Täter zu sehen sind. Laut dem Online-Portal sieht man darauf 5 Diebe, die seelenruhig mit Taschenlampen durch das Haus gehen und alles durchwühlen. Um wen es sich bei den Einbrechern handelt, konnte bisher nicht ermittelt werden. In diesem Zusammenhang sagte Mike, aktuell läuft die DNA-Untersuchung noch. Einige geklaute Gegenstände wurden im Umkreis unseres Nachbarn gefunden. Dazu gehören Parfüms, Schuhe und etwas Schmuck. Diese Dinge hätten die Einbrecher während der Flucht verloren, führte er aus. Daran anschließend sagte er, ich glaube an das Gute und ich glaube sehr an Karma. Die 5 Einbrecher werden eines Tages gefasst. Materielles sei immer austauschbar, aber es tue weh, wenn Dinge, für die man gearbeitet hat, von heute auf morgen verschwinden, so Mike. Ein Polizeisprecher ergänzte außerdem. Noch gibt es keinen konkreten Tatverdacht. Derzeit werden noch verschiedene Spuren ausgewertet. Man rechne in den kommenden 2 bis 4 Wochen mit einem Ergebnis. Mike Singer, man hat manchmal ein komisches Gefühl. Im Interview mit Bild sprach der Mehr von dir Interpret auch darüber, wie es ihm geht. Die ersten Wochen seien sehr unangenehm gewesen, gab er zu, wir mussten sozusagen neu in unser Haus einziehen. Die erste Nacht haben wir sogar auf der Terrasse verbracht, weil es für uns ein widerliches Gefühl war, dass irgendwelche wildfremden Menschen alles angefasst und durchgewühlt haben.